Jo, ist Mr. Mike, da jetzt wirklich so viele danach gefragt haben, ob denn jetzt der Spalding TF1000 ein reiner Indoor-Ball ist, muss ich darüber echt nochmal ein Video machen, weil Spalding gibt ja nicht an, dass dieser Ball auch für draußen ist. Also Spalding sagt, es ist ein reiner Indoor-Ball. Wieso sie das tun, weiß ich nicht. Ich persönlich benutze diesen Spalding TF1000 schon ewig. Schon Ewigkeiten draußen auf dem Asphalt. Und ihr seht es ja hier schon, dieser krasse Unterschied, ne, zu dem neuen Spalding, wie er da aussieht und wie er halt abgenutzt aussieht nach circa, es ist wirklich schwer einzuschätzen. Habe ich den jetzt 2 Jahre, 3 Jahre? Natürlich spiele ich auch nicht jeden Tag mit dem, weil ich halt wirklich viele Bälle habe, aber ich weiß nicht, was müsste ich sagen, 200 Stunden, 300 Stunden, ich kann es wirklich nicht sagen, 300 Stunden, 200 Stunden auf Asphalt. Ihr seht ja, wie abgenutzt das ist, wie abgenutzt der ist und wie geil der halt immer noch ist. Also das ist für mich, es ist wirklich ein geiles Feeling, mit dem immer noch zu zocken. Ist natürlich ganz was anderes jetzt von der Beschichtung her natürlich als der hier. Kannst du nicht mehr vergleichen, aber trotzdem ist das einfach noch eine richtig geile Kugel, mit der ich einfach gerne zocke. Geschmeidig, du hast immer noch Grip. Natürlich hier löst er sich auf und so. Die Schicht geht runter, aber auf dem Asphalt. Logisch natürlich. Und ja, für die Halle, wenn du nur in der Halle zockst, gar keine Frage. Der TF1000, ein Traum. Für mich ist es einfach ein Traum an den Händen. Ein Hochgenuss. Man kann auch weitergehen. Für mich der geilste Ball auf dem Markt, den wo es jetzt gibt. Indoor auf jeden Fall. Wenn der ganz neu ist, super geiler Grip. Manche beschweren sich sogar darüber, dass der Grip zu gut ist und der Ball an den Händen kleben bleibt, wenn man schmeißt. Habe ich auch schon ein paar Mal gehört von verschiedenen Leuten, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde den einfach perfekt, super geil. Aber ja, so unterschiedlich ist es. Der ist überhaupt nicht mehr rutschig dann. Mit dem wird in der Halle aber auch da nicht mehr gern gezockt, verstehe ich auch, weil halt der Grip nicht mehr vorhanden ist. Aber so ein Streetballer wie mich, immer noch traumhaft. Ich weiß nicht, wie lange man spielen muss, bis der sich wirklich komplett auflöst, aber das alleine ist schon verarbeitungsmäßig, ne? Man sieht es hier, Hammer, Hammer, echt. Und das löst sich halt einfach auf die Schicht da oben. Aber ansonsten, die Nähte hier, perfekt. Die Nähte sind einfach 1A, da fehlt sich an keiner Stelle was, einfach top. Und auch nochmal so ein Ding zum Kostenpunkt. Das haben wir dann jemand auf Instagram noch geschrieben, nachhaltig, weil es ja den Ball jetzt zurzeit für 20 Euro gibt. Das ist ja der springende Punkt gerade, warum jetzt diese Diskussion nochmal um den Ball jetzt hier so entfacht ist. Ne? Noah, Grüße gehen da nochmal raus an dich, weil Noah hat mir auf Instagram geschrieben, hey Mike, den Ball gibt es gerade für 20 Euro im Sale, 70% reduziert. Und ich habe mir gedacht, das kann nur ein Fake sein. Ich habe es mir 5-mal angeguckt und dann gestern noch 2-mal, weil einer gesagt hat, das stimmt was nicht, das ist ein Fake. Aber nein, der wird wirklich bei Amazon offiziell von Spalding persönlich verkauft für 20 Euro. Versand gratis ist aber erst ab 29 Euro. Da ich aber natürlich Prime-Mitglied bin bei Amazon, Prime ist sowieso Pflicht, finde ich alleine schon wegen den ganzen Serien und Filmen, die 50 Euro im Jahr. Also für mich ist das klar, ich bin schon seit 5 Jahren bei Prime, Amazon. Hammergeil, deshalb, ja, 20 Euro kostet für mich der Ball gratis mit Versand. 20 Euro mal, das schlägt mir zu. Nachteil natürlich da nochmal, 1 bis 3 Monate Versand. Aber die warte ich gerne, weil wie gesagt, ich habe ja genug Bälle. Aber dieser Preis einfach, Alter. Der Ball kostet normal 54 Euro. Es gibt ihn bei Amazon aber auch für 140 Euro. Wieso, weiß ich nicht. Du kannst ihn dir natürlich auch gerne für 140 kaufen. Den Unterschied weiß ich nicht. Vielleicht hat er den Michael Jordan persönlich mit auf dem Klo. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was da los ist. Aber das ist auch das Internet, ne? Mit allem. Du findest immer das gleiche Produkt auch natürlich teurer, weil natürlich jemand mehr Kohle machen will. Wer sich das dann aber kauft und demjenigen halt dann die Kohle schenken möchte in der Hinsicht, kann jeder selber wissen, aber ich bin mehr einer, der sagt, hey geil, den Ball für den Preis hole ich mir. Ich habe mir 2 bestellt und es haben sich eine Menge Leute Bälle davon bestellt. Was ich auch mal gerne sagen will, ist, ich habe mit Spalding nichts zu tun, ne? Ich kaufe die Produkte selber, wird mir nicht gestiftet, im Gegenteil noch so. Also ich habe mit Spalding mal öfter mal angefragt, ob sie mir nicht mal was schicken wollen, wieder mal. Das letzte Mal, dass die mir was geschickt haben, ist 4 Jahre her. Da hatte ich, glaube ich, 10.000, 12.000 Abonnenten. Das ist wirklich lange her.
Und mittlerweile wollen die mit mir nichts machen, ne? Obwohl ich gestern echt mit diesem einen Video bis jetzt schon 160 Bälle verkauft habe. Das ist schon eine krasse Zahl, aber wie gesagt, für diesen Preis, ey, schlag zu, ohne Witz, das ist keine Ahnung. Also wenn du da nicht zuschlägst, aber trotzdem, das ist schon auch eine krasse Zahl, ne? Mit einem Video 160 Bälle und dann wollen die von Spalding nicht mal was mit dir zu tun haben, so in der Hinsicht. Keine Ahnung, aber ich habe mir schon öfter mal gedacht, bei Spalding, das Marketing kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich will hier nur mal sagen, Spalding feiere ich einfach nur, weil die Marke einfach qualitativ top ist. Also, ja, ich hatte jede Menge verschiedene Basketbälle schon in den Händen und so und deshalb weiß ich einfach, was für mich der geilste ist. Dazu stehe ich. Persönlich so, persönlicher Kontakt zu Spalding, würde ich sagen, ne, ich hole mir einen anderen Ball, aber wenn die Bälle nicht so geil wären, wäre schon lange weg. Deshalb, ja, super Angebot. Auf Instagram wurde ich ja gestern nochmal angeschrieben, weil jemand gemeint hat, Mike, das ist ein Fake-Ball, du musst deine Abonnenten informieren, dass das nicht echt ist. Und dann habe ich mir echt daraufhin nochmal das genau angeguckt und mein Fazit wird offiziell von Spalding verkauft, ist halt ein Safe, 70% gerade reduziert und totaler Schwachsinn, wenn du sagst, das ist ein Fake. Also wenn Spalding persönlich Fakes verkauft, dann weiß ich wirklich nicht, was noch los ist. Und keine Ahnung, ja, es ist halt 1-3 Monate Versand. Das ist halt dieser Nachteil jetzt gerade, warum der auch 20 Euro kostet. Das ist ja auch die Version 2019, also ist das ein... ich weiß nicht, ist der dann neu produziert oder sind das alte Bälle? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wieso Spalding die jetzt gerade für 20 Euro raushaut. Aber was wir halt auch nicht verstehen, ne, ist halt auch dieser Punkt, der kostet normal 54 Euro. Wenn jetzt natürlich jemand sagt, hey, der kostet nur noch 20 Euro, da gehen bei manchen wirklich schon die Alarmglocken los und denkst, das muss ein Fake sein. Ne? Obwohl Spalding echt mit 20 Euro immer noch einen Gewinn macht, das musst du dir mal im Kopf ein bisschen, da musst du mal ein bisschen nachdenken, weißt du? Mit 54 Euro, was glaubst du, wie viel Kohle die mit 54 Euro machen, wenn sie ihn verkaufen, wenn sie schon mit 20 Euro Gewinn machen, ne? Was das für eine Marge ist, Alter. Das ist, aber manche checken das auch gar nicht. Manche checken nicht, dass die Herstellung von so einem Ball vielleicht 5 Euro, 3 Euro kostet. Das verstehen die meisten nicht. Und deshalb denkt man auch schon von vornherein, okay, das ist Fake. Aber das ist mit allem so. Mit Nike-Produkten, Jordan-Schuhen, Trikots, Jerseys, die kosten in der Herstellung nicht so viel, was die im Resale dann verkaufen, was die kosten. Weißt, das ist diese Gewinnmarge natürlich, Alter. Die wollen Kohle machen. Jeder will Kohle machen. Ist doch so. Man muss überleben. Manche wollen schöner leben, kaufen sich lieber ein Bentley. Ich bin froh, wenn ich meine Miete zahlen kann und verkaufe hier einfach Bälle, wo ich nicht viel Kohle dafür bekomme. Aber trotzdem, ja, ich finde es ein interessantes Thema immer wieder, wie Leute auch unterschiedlich auch reagieren, wenn mal irgendwas so günstig ist, dass man es gar nicht glauben kann. Und das ist ja gerade jetzt im Moment so. Der Spalding TF 1000 originaler Ball von Spalding verkauft auf Amazon für 20 Euro inklusive Versand, wenn du Prime-Mitglied bist. Ansonsten musst du 4 Euro Versand extra zahlen, glaube ich. Wird mir nicht angezeigt. Ich habe mir 2 bestellt, weil da schlage ich zu, Alter, auf jeden Fall. Und bei vielen gelesen, ja, habt ihr auch gemacht, da machst du nichts verkehrt. Ne? Wenn du warten kannst, die 1-3 Monate, perfektes Timing auch, in 3 Monaten ist der Sommer da, dann kannst du zocken, hast du 2 geile Bälle oder einen Ball, reicht ja auch. Und Hammer, was willst du mehr? Hä? Was willst du da mehr? Keine Ahnung. Mir reicht's, bin zufrieden, bin glücklich, super geiles Angebot. Noah, nochmal Grüße an dich. Danke für diese geile Information. Hast du auch ein T-Shirt von mir bekommen dafür, weil das muss belohnt werden. Ansonsten, wenn ihr Informationen habt, irgendwelche coolen Angebote oder so, wo ihr sagt, hey Leute, das muss die Community so wissen, immer her damit, immer, immer her damit. Finde ich echt geil sowas, weil das ist einfach eine coole Sache. Ansonsten Feedback geben, was sonst noch anliegt, sonst war es das auch wieder, sonst habe ich glaube ich nichts mehr. Ne. 10 Minuten noch voll machen, ja, die 10 Minuten machen wir noch voll auf euer Nacken hier, doppelt Werbung schalten, so sieht's aus. Ich muss mir auch mal was gönnen, ne? Bentley muss abbezahlt werden, vom fetten YouTube-Money. Bullshit, keine Ahnung. In der Hinsicht sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike.